Ist das ein Wolf oder ist das ein Hund? Woran haben Sie das festgemacht und anhand welcher Kriterien? Das menschliche Gehirn ist sehr leistungsfähig und kann das unterscheiden. Die Frage ist aber, kann man das auch einer Maschine beibringen? Ich bin derzeit an Lehrveranstaltungen und Forschungsprojekten beteiligt, in denen es um künstliche Intelligenz und Machine Learning geht. Daher wird es in absehbarer Zeit auch ein paar Videos zu diesen Themen geben. Wir schauen uns das Ganze mal an und trainieren eine Teachable Machine. Wir füttern da ein paar Bilder von Wölfen rein und ein paar Bilder von Hunden und schauen dann, ob diese Maschine gelernt hat, diese Tierarten zu unterscheiden. Ich nutze dafür die Teachable Machine von Google, die sehr einfach zu bedienen und kostenfrei zugänglich ist. So, wir sind jetzt auf teachablemachinewithgoogle.com und wählen ein Bildprojekt aus. Klasse 1 sollen Hunde sein, Klasse 2 Wölfe. Bilder sind hochgeladen. Die Maschine wird trainiert anhand dieser Bilddaten. Es dauert nur einen kurzen Moment. Und dann ist das Modell fertig. So, wir nehmen nochmal die Bilder vom Einstieg. Wie wird die Maschine entscheiden? Testbild 1, der Wolf wird eindeutig als Wolf erkannt. Testbild 2, der Hund wird eindeutig als Hund erkannt. Ich habe noch weitere Bilder vorbereitet. Schauen wir mal, wie die Maschine darauf reagiert. Die Collies werden eindeutig als Hund erkannt. Der Terrier, da ist sich die Maschine nicht so sicher. Und dieses Bild war bewusst gemein ausgewählt. Hintergrund ist wie bei den Wölfen. Da entscheidet die Maschine auch tatsächlich falsch. Jetzt kann man natürlich auch schauen, was macht die Maschine mit Bildern, die so gar nicht zu den trainierten Bildern passen. Ich werde hier zu guten Teilen als Hund erkannt. Worauf wird beim maschinellen Lernen fokussiert? Wie funktioniert das? Auf welche Merkmale achtet die Maschine? Erkennt die Maschine Kopf- und Ohrenform der Hunde? So, wir kennen das ja vielleicht so aus Bildern von der Gesichtserkennung. Muss in so Bildpixeln überhaupt erstmal erkannt werden, wo ist ein Gesicht? Also werden aus den Bilddaten, die ja irgendwie so in Nullen und Einsen vorliegen, überhaupt Tiere erkannt? Oder wird vielleicht eher auf die Anzahl der weißen Pixel im Hintergrund geachtet? Ich habe die Maschine jetzt bewusst so trainiert, dass alle Wölfe im Schnee abgebildet sind und alle Hunde vor einer grünen Wiese. Das ist vielleicht auch der Grund, warum dieses Hundebild falsch zugeordnet wurde. Dazu vielleicht noch eine kleine Anekdote, die ich vom amerikanischen Militär mal gelesen habe. Das amerikanische Militär hat automatisierte Waffen darauf trainiert, die eigenen von den feindlichen, in dem Fall russischen Panzer, zu unterscheiden. Das Problem war jetzt, wie die Maschine trainiert wurde. Die Bilder der eigenen Kriegsgeräte stammten aus Prospekten, Hochglanzfotos, tolle Perspektiven, schönes Wetter im Hintergrund. Die Bilder von gegnerischen Fahrzeugen, Panzern und so weiter stammt meist aus verdeckten Operationen, aufgenommen bei Nacht und Nebel von Satelliten, also deutlich schlechtere Bildqualität und vor allem auch in der Regel schlechtes Wetter, Nacht und ähnliches. Man sollte die so trainierte Maschine im Feld getestet werden. Es war allerdings kein sonniger, sondern ein regnerischer Tag und beinahe hätte das Militär dann die eigenen Maschinen abgeschossen, weil die so trainierte Maschine bei schlechtem Wetter das eigene Gerät als feindliches erkannt hat. Aber wir haben gesehen, an der Teachable Machine von Google, schon mit ganz wenig Informationen kann man Maschinen mittlerweile sehr gut trainieren. Und je mehr Informationen man einfüttert, desto besser lernt die Maschine auch zu unterscheiden. Abschließend noch ein paar Ideen, wo kann das hinführen? Schach- und Go-Computer sind vielleicht das Erste, an das man denkt. Im Jahr 2016 gelang der große Durchbruch, dass der Go-Computer AlphaGo, der einen damaligen Großmeister geschlagen hat. Mit Schachcomputern war man schon länger so weit.
Go gilt als schwierigeres Spiel, wo es nicht so viele Heurismen gibt, die man eintrainieren kann, wo es deutlich mehr Züge gibt, die man überblicken können muss. Als auch das gelang, war irgendwie klar, wie stark solche Machine Learning-Algorithmen sein können. Etwas praxisnäher sind dann Übersetzungssoftwaren, wie zum Beispiel DeepL.com, die auch das Netz durchsuchen nach Webseiten, die es in verschiedenen Sprachen gibt und darüber lernen, wie man nicht nur einzelne Wörter, sondern ganze Sätze sinnvoll übersetzt. In der Landwirtschaft kann man zum Beispiel Schädlingserkennung automatisieren, dass Pestizide nicht über das ganze Feld gespritzt werden müssen, sondern nur auf befallene Pflanzen. Autonomes Fahren ist immer wieder im Gespräch. Die Autos lernen selber die Spur zu halten, Hindernisse zu erkennen, Unfälle vorwegzunehmen und ähnliches. Und es gibt natürlich noch viele, viele weitere Anwendungsideen, sicherlich auch im Bildungsbereich, dass man Maschinen darauf trainieren kann, bestimmte Fehler von Schülerinnen und Schülern zu erkennen und passende Übungsaufgaben auszuwählen. So viel zu einem ersten kleinen Einblick ins Machine Learning.